Hallihallo, ihr Lieben. Also, heute versuche ich mal ganz viele Fragen zu beantworten, die ihr mir in euren E-Mails gestellt habt, die also immer wieder vorkommen. Und deswegen machen wir eben heute einen Teil, gut zu wissen, Teenie-Make-up. Viele von euch schreiben mir, ab wann darf ich mich denn schminken oder ab wann kann ich mich schminken, soll ich mich schminken, wie auch immer. Ich finde, das kann man jetzt nicht so pauschal beantworten. Das kommt ein bisschen drauf an, was ihr für ein Typ seid. Also ich denke, man kann sich schon ab 12, 13 schminken, ganz dezent. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Wenn ihr natürlich eher der kindliche Typ seid noch, dann ist das vielleicht ein bisschen zu früh. Aber ich denke, so ab dem Alter kann man ruhig anfangen. Das sollte dann allerdings eher sehr dezent anfangen. Also was ihr auf jeden Fall benutzen könnt, ist Mascara, dann aber auch nicht 4 oder 5 Schichten. Da reicht erstmal eine. Wenn ihr ein bisschen älter seid, könnt ihr sicherlich auch mit Kajal anfangen. Das heißt, macht den aber nicht nur unten in die Wasserlinie rein, ganz fett, sondern wenn, dann macht es oben und unten und fangt vielleicht nicht unbedingt mit Schwarz an. Es gibt so viele schöne Töne, also ein Grau oder was leicht Farbiges, vielleicht ein Dunkelgrün oder so, wenn ihr das mögt. Aber dann eben oben und unten und das Ganze dann auch entweder mit dem Finger oder auch mit dem Pinsel leicht verwischen. Das sieht dann auf jeden Fall schöner aus, als wenn ihr euch da unten nur so einen Block hinhaut. Und dann auch die Mascara tragen. Ihr könnt einen leicht farbigen Lipgloss nehmen, vielleicht ein zartes Rosé oder einen schönen Nude-Ton. Und ich denke, dann habt ihr auch ein super Schul-Make-up. Ihr solltet, wenn ihr jünger seid, nicht unbedingt mit so knalligen Lidschattenfarben anfangen, so wie ich euch das meistens zeige. Ich probiere jetzt auf jeden Fall auch mal dezentere Looks zu machen, weil ich doch immer wieder Anfragen kriege, so, ah, Coco, deine Make-ups sind toll, aber die kann ich gar nicht in der Schule tragen und ich bin zu jung dafür und bla bla bla. Und also das nehme ich mir zu Herzen. Ich probiere euch jetzt mal ein paar dezentere Looks zu schminken, die ihr dann in der Schule oder wenn ihr noch nicht ganz so alt seid, dann auch auf jeden Fall tragen könnt. Was ich auch immer wieder gefragt werde in letzter Zeit ist, ich habe unreine Haut, wie kann ich meine Pickel abdecken oder was kann ich zur Hautpflege tun? Also dazu kann ich euch sagen, ihr solltet auf jeden Fall nicht zu dick die Pickel abdecken. Das ist ein absolutes No-Go. Also tragt erstmal einen Concealer auf. Da könnt ihr euch mal schlau machen in meinem Concealer-Video. Da mache ich euch dann hier den Link hin, könnt ihr später mal schauen, dass man also rote Pickel mit grünem Concealer abdeckt oder auch hellem Concealer. Das kommt ein bisschen auf eure Haut an, wie die aussieht vom Teint und so weiter. Also deckt es ruhig ein bisschen ab mit Make-up, aber ihr solltet nicht zu viel drauf machen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil dann sieht es fleckig aus und dann bilden sich da um die Pickel so Krüstchen, so Puder-Make-up-Krüstchen und dann werden die nur noch mehr betont und das ist, geht gar nicht, ganz schrecklich. Und deswegen ist da weniger mehr. Ja, es ist nun mal so, jeder von uns hatte in eurem Alter Pickel. Und ja, da muss man dann einfach durch. Also deckt sie ab mit Concealer und Make-up. Das tragt ihr am besten mit einem Schwämmchen auf. Und je nachdem könnt ihr dann auch noch ein Puder auftragen. Das vielleicht mit einem Pinsel auftragen, damit es eben schön gleichmäßig wird. Und wenn man dann eure Pickel noch sieht, dann ist es eben so. Also macht euch da echt keinen Kopf. Jeder von uns hatte das Problem und es wird besser, je älter ihr werdet. In der Regel. Gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel ist das so. Was ihr dann zur Hautpflege beachten solltet, wenn ihr so jung seid und auch Probleme mit Pickeln habt, ist immer, immer, wirklich immer abschminken. Wenn ihr das nicht macht, ich vergesse das manchmal, bin ich faul, mach mal Lidschatten nicht runter und so, dann habt ihr am nächsten Morgen ein Problem. Die Poren sind verstopft, es bilden sich neue Pickel und ihr seht schlimmer aus als je zuvor. Also auf jeden Fall abschminken. Und dann solltet ihr auch einen Reiniger benutzen für die Haut. Da kann ich euch jetzt kein Produkt empfehlen, was ihr vielleicht benutzt. Ich weiß nicht, Clearasil oder irgendwas in der Richtung. So ein Anti-Pickel-Zeugs halt. Die haben auch BB, gibt es glaube ich auch. Nivea, keine Ahnung. Also da guckt ihr einfach mal im Drogeriemarkt nach, was es da so gibt. Ein Reiniger für die Haut, also das heißt Reihenfolge abschminken.
den Reiniger. Und dann macht er auf jeden Fall noch irgendwie eine pflegende Creme. Die sollte dann aber nicht einfach nur eine Feuchtigkeitscreme oder so sein, sondern die sollte auch so ein bisschen sozusagen Antipickelwirkstoff oder so da drin haben, damit eure Haut gut gepflegt wird. Und wenn ihr das wirklich regelmäßig macht, dann merkt ihr auch sicherlich schnell, dass eure Haut besser wird. Aber wie schon gesagt, da muss irgendwie jeder durch. Dann werde ich häufig gefragt, was ich zu Mascara sagen kann. Und da muss ich sagen, da hat die liebe Ebru ein ganz, ganz tolles Video gemacht. Und da komme ich bestimmt nicht dran. Und deswegen mache ich euch hier den, oder da, ich weiß nicht, auf irgendeiner Seite mache ich euch den Link zu ihrem Wimperntuschen 1x1 Video, weil ich das ziemlich klasse finde. Und dann könnt ihr euch da einfach noch ein paar Infos holen. Also, zusammenfassend kann man sagen, am Anfang, wenn ihr euch schminkt, nicht so viel. Eher so im Stil, wie ihr das in meinem 5 Minuten Schul-Make-up-Video seht. Das ist einfach genug, wenn man noch nicht so alt ist wie ich. So eine alte Schachtel halt. ja. Ich hoffe, damit habe ich erstmal ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Und ich bemühe mich wirklich, alle eure Wünsche irgendwie zu erfüllen. Es ist leider nicht möglich. Ich kann euch auch wirklich nicht auf eure E-Mails antworten. Ich probiere es ab und zu, kann ich es machen. Ich habe jetzt schon in meinem Kanal so ein paar häufig gestellte Fragen zusammengefasst. Schaut doch da nochmal nach. Und bitte seid mir nicht böse, wenn ich euch nicht antworte. Ich freue mich so über eure E-Mails, aber es ist einfach so viel. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wer mir alles schreibt. Und deswegen muss ich das leider so sagen, dass ich da nicht unbedingt antworten kann. Aber ich freue mich über eure lieben Kommentare und was ihr mir sonst so schreibt und hoffe, dass ich jetzt für viele von euch die brennendsten Fragen einfach mal beantwortet habe und sage für heute ciao, ciao, eure Coco.